Elektromobilität und LKW. Wie passt das überhaupt zusammen? Und macht das überhaupt Sinn? Mein Name ist Tassilo und dieses Format How to Switch ist für euch Fahrer, für euch Spediteure, für euch Unternehmer und alle, die sich um das Thema Elektromobilität ein wenig mehr informieren möchten. Hier gebe ich Antworten auf eure Fragen. Damit ihr auch zukünftig keine Folge mehr verpasst und eure Fragen rechtzeitig einreichen könnt, abonniert jetzt unsere Social Media Kanäle. Heute sprechen wir über elektrische Nutzfahrzeuge und welche Modelle derzeit so verfügbar sind. Also, los geht's! Ihr habt euch sicherlich schon mal die Frage gestellt, in welchen Einsatzbereich elektrische LKWs denn sinnvoll sind. Und die Frage ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber probieren wir es doch mal. Batterieelektrische Fahrzeuge eignen sich vor allem dort, wo wir heute schon mit gegebener Batteriekapazität den Einsatz eines Tages abdecken können. Fahrzeuge wie im Verteilerverkehr, die Waren von den Supermärkten in die Innenstadt bringen, dass wir in der kommunalen Müllentsorgung Fahrzeuge haben, die sich ausschließlich im städtischen Radius bewegen. Genau diese Fahrzeuge können heute schon batterieelektrisch abgebildet werden. Hinzu kommt natürlich auch, dass die Batterietechnologie weiter voranschreitet. Das heißt, auf dem gleichen Gewicht nimmt die Energiedichte der Batteriezellen zu. Bedeutet, wir können also noch einen größeren Radius entsprechend mit batterieelektrischen Fahrzeugen abdecken. Dazu gesellt sich dann natürlich auch, dass wir weitere Einsatzbereiche abdecken können, wie zum Beispiel den leichten Baustellenverkehr, den schweren Baustellenverkehr oder auch der regionale Fernverkehr. Wir sprechen hier über Reichweiten bis 350 Kilometer mit einer Sattelzugmaschine. Welche Klassen gibt es überhaupt, die heute schon elektrisch verfügbar sind? Und hier gibt es eine große Bandbreite an elektrischen Fahrzeugen, wie zum Beispiel der Master ZE mit 3,1 Tonnen, der DZE als 16 Tonner und der DYZE als 26 Tonner. Die Reichweite beim Master ZE variiert zwischen 120 bis maximal 200 Kilometern. Ja, so ein Kastenwagen eignet sich natürlich gerade für diesen Begriff letzte Meile, also genau den Transport hin auf den letzten Weg zum Kunden. Und gerade die Innenstädten wie zum Beispiel Stuttgart und Freiburg haben Fahrverbote verabschiedet. Und mit so einem Fahrzeug, batterieelektrisch angetrieben, ist es natürlich trotzdem möglich, in diese Innenstädte zu fahren, um entsprechend die Transportleistung zu erfüllen. Die größte Klasse batterieelektrisch ist der Dreiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen, wie beispielsweise der D-Wide von Renault Trax. Ja, mit der größten Kapazität derzeit verfügbar, 264 Kilowattstunden, ist es möglich, 180 Kilometer im Einsatz des Verteilerverkehrs mit zum Beispiel einem Getränkekoffer abzubilden. In der Müllentsorgung, also Müll- und Sorgungsaufbaut, der natürlich einen höheren Energiebedarf hat, sinkt die Reichweite ein wenig auf ca. 100 Kilometer. Allerdings ist es trotzdem möglich, innerstädtisch den gesamten Tag über 3 Touren abzubilden. Ja, last but not least gibt es auch noch die Klasse des Zweiachsers, hier ausgeführt als 16 Tonner. Besonders hierbei ist, dass dieses Fahrzeug aufgrund der EU-Regelung mit 16,7 Tonnen zugelassen wird. Entsprechend gibt es 700 Kilogramm Kompensationsgewicht für euch, sodass die Nutzlast nicht ganz zur Neige geht aufgrund der höheren Batteriekapazität und des schwereren Gewichtes. Die maximale Batteriekapazität liegt hierbei bei 400 Kilowattstunden, die kleinste Batteriekapazität bei 200 Kilowattstunden. Und im Endeffekt bedeutet das, dass wir bei einem Verteilerverkehrseinsatz eine Reichweite bis zu 350 Kilometer abbilden können. Und genau so ein Fahrzeug habe ich für euch mitgebracht. Lasst uns das gemeinsam einfach mal anschauen. Hier haben wir unseren DZE als 16 Tonner, also in der 4x2 Ausführung. Entsprechend durch den größeren Radstand haben wir auch mehr Batteriepakete, die wir unterbringen können. Und in der größten Ausführung hätten wir die Möglichkeit, hier 6 Batteriepakete à 66 Kilowattstunden, also rund 400 Kilowattstunden unterbringen zu können. Im Endeffekt ist es so, dass wir dadurch eine höhere Reichweite generieren können. Auf der anderen Seite steigt aber auch das Gewicht, weil wir mehr Batterien integriert haben. Daneben natürlich auch der Kostenfaktor. Hier ist es also umso wichtiger, eine Abwägung zu machen, ist denn die größte Batteriekapazität auch gleichzusetzen mit dem, was ich als Kunde benötige. Ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal mit rein. Ja, und schon sind wir auch drin im guten Stück und wie ihr seht, sieht es gar nicht viel anders aus bei einem klassischen LKW. Vielleicht die Anzeige ein wenig anders gestaltet. Zum einen sehen wir hier den Ladestatus, der sogenannte SOC, State of Charge.
Bedeutet also, wir sehen, wie viel Energie noch verfügbar ist. In der Mitte im Kombi-Instrument nochmal angezeigt, das Verhalten beim regenerativen Fahren, also wie viel Energie kann ich tatsächlich zurückgewinnen. Ich habe auch schon von vielen Kunden und Fahrern gehört, dass gerade auch ein Bestreben dabei ist, möglichst viel Energie zurückzugewinnen. In diesem Format geht es um euch, um eure Fragen, eure Anliegen. Und genau die wollen wir natürlich auch behandeln. Deswegen schreibt uns doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Und heute beantworte ich die Fragen, die ich natürlich häufig schon zu diesem Thema gestellt bekommen habe. Was gibt es denn für Aufbaumöglichkeiten bei vollelektrischen LKW? Eigentlich ist alles möglich. Also beim 16-Tonner gibt es die Möglichkeit, einen Kofferaufbau mit Ladebordwand aufzubauen oder einen Curtainseiler mit Ladebordwand oder Pritscheplane. Beim 26-Tonner beispielsweise gibt es die Möglichkeit, einen Müllentsorgungsaufbau zu platzieren oder auch einen Getränk- oder Kühlkoffer. Alles das ist heute schon umsetzbar. Dann kriege ich natürlich häufig die Frage, wie sieht es mit der Nutzlast aus? Die Nutzlast hängt natürlich logischerweise auch vom Aufbau ab. Bedeutet also, beim 16-Tonner hätten wir die Möglichkeit, 6 bis 7 Tonnen Nutzlast je nach Aufbautyp zu variieren oder beim 26-Tonner je nach Aufbautyp 9 bis 14 Tonnen. Und die meisten Fragen bekomme ich zum Thema Laden gestellt. Also wie lädt man so ein Fahrzeug und wie lange dauert es denn eigentlich? Aber ich würde vorschlagen, aufgrund der Komplexität würden wir dieses Thema in einer separaten Folge behandeln. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich schon mal ein wenig näher bringen. Ich freue mich auf eure Fragen, Anmerkungen, alles das, was euch da draußen umtreibt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei How to Switch. Ciao und auf Wiedersehen, euer Tassilo.